Alles okay. Na los! Hier, ich hab dein Seil. Danke. Na großartig, das wird ja immer besser. Mit Ashafs Männern und Schaulein müssen das mindestens ein paar Dutzend Leute sein. Moment. Was ist in der Kiste? Waffen. Munition vielleicht? Vielleicht. Ich dachte, Schaulein handelt nicht mit Waffen. Sie tun das auch nicht. Vergesst die Kiste. Wo ist der Stoßzahn? Also da ist Ashaf mit... Orca. Wer? Mein ehemaliger Leutnant. Ich erinnere mich an den. Ja, da ist er mit seiner schicken Fokuhila. Stimmt? Ja. Sie hat's kapiert. Okay, die Sache ist gelaufen. Dein Freund Orca hat den Stoßzahn. Aber nicht mehr lange. Hey, wo, stopp! Wir brauchen Plan, Leute. Wie gesagt, da drin sind ein paar Dutzend Männer. Bleib locker. Dann lebst du länger. Ich bin so stolz. Was passiert hier? Waffen in Sichern, Leute. Nichts Neues von den Wachhäusern, also säubern wir das Gebiet. Passt besonders auf Miss Ross auf. Da verschwindet unser Zahn. Nein. Wir räumen hier erstmal auf. Dein Boss versteht was von guter Ausrüstung. Also, ich freue mich auf ein Gewehr, das nicht klemmt. Also, ihr Leute versteht wirklich was von Zigaretten. Danke dafür. Gern geschehen. Thank you.
mit dir drin! Kerl vom Himmel! Such nach Sprengstoff, C4, Panzerfäuste, irgendwas! Mach sie fertig! Wir müssen den Heli runterholen! Chloe, hast du irgendwo Sprengstoff gefunden? Irgendwas? Check mal die Vorratskisten. Vielleicht ist da was Brauchbares drin.
runterholen! Chloe, hast du irgendwo Sprengstoff gefunden? Irgendwas? Was zur Hölle hast du mit meiner Firma gemacht? Sie erstmal profitabel gemacht. Das war eine rhetorische Frage, Süßer. Ich hätte dich auf dieser verfluchten Insel erschießen sollen. Schön wär's. Dann hätte ich nicht miterleben müssen, wie du die Biege machst. Okay, aber diskutiert euren Scheiß ein anderes Mal. Klar? Stoßzahn, bitte. Ihr beiden? Partner? Entweder du hast ein beschissenes Gedächtnis oder du bist verzweifelter, als ich dachte. Hey, heute bekomme ich von allen Seiten ab, was? Ich bin nicht derjenige, der Waffen an aufständisches Gesindel vertickt. Ah, das ist es. Hm? Das ist es. Du denkst einfach immer zu klein. Denkst du wirklich, ich hätte das hier gegen Munition eingetauscht? Ist mir völlig egal. Her mit dem Stoßzahn! Verdammt. Du verpasst noch das Feuerwerk, Mann. Ich sag's nicht nochmal. Okay. Fang! Runter! Gut geschossen. Danke. Die Streuung ist etwas groß. Jetzt runter von mir. Ja, okay. Darf ich mal kurz sehen? Hey, ein Drittel davon gehört mir. Du teilst mit Chloe. Okay. Ich weiß, du bist neu in der Branche, aber so funktioniert das nicht. Sie ist als Servicepauschale. Hey, warte mal einen Moment, Herrgott. Das ist eine Bombe. Was? Oh mein Gott, Asaf hat den Zahn ausgetauscht. Gegen eine Bombe. Feuerwerk. Das ist groß. Ja. Die Gleise führen direkt durch die Stadt. Durch den Markt. Dann finden wir die nächste Stadt und alarmieren die Behörden. Es ist zu spät. Wenn das Ding hochgeht, sterben Tausende. Und das ist absolut furchtbar. Aber wir haben das, was wir wollten. Ich... Was? Du willst nicht ernsthaft diesem Zug folgen? Okay, schön.
Und hast du auch einen Plan? Darauf wird in dieser Organisation kein großer Wert gelegt. Und du lässt sie das ernsthaft tun? Nein, ich... Ich meine, sie hat irgendwie recht scheiße, ich weiß es nicht, okay? Das ist nicht unser Kampf. Das hast du selbst gesagt. Und wenn du den Zug einholst, was dann? Du kannst die Bombe unmöglich entschärfen. Du hast recht. Gut. Gut, also, wir informieren die Behörden. Das ist nicht unser Kampf, sondern meiner. Wenn die Bombe in der Stadt hochgeht, gibt es einen Bürgerkrieg. Ich kann nicht wegsehen. Ich will nicht mehr wegsehen. Du wirst sterben. Damit kann ich leben. Hey. Hebt meinen Anteil am Zahn auf, okay? Für alle Fälle, ja? Du wirst mich doch nicht allein mit dir lassen. Raus! Nein. Ich sitz vorne. Gut. Ich sitz hinten.